muss auch noch bereit sein hier, ne? Ja, man muss bereit sein. Greif den Gegner mit Kriegsgaleeren an. Ja. Rückzug, sofort. Greif den Gegner mit Skorpionen an. Okay, mit Skorpionen, alles klar. Zieh zwischen den Leuchtsignalen einen Wall hoch. Ein Internet ist schuld. Oh nee, was war das? Oh. Ja, da war ich. Oh. Ein paar Steine. Hör gut, ich mal den Greif den Gegner mit. Nein. Ich brauche ein paar Steine. Grüßt Haken alle setzen. Den König der Verlierer! Hat den Diss gefeiert. Greif den Gegner mit Sprengsel. Ah Mann, ich hab's eben schon gesagt, ich verborgen hätte. Was? Was, gell? Richtig so. Timo, have no time eventuell. Und wieso sagt mir keiner, dass du nach Wiesbaden kommst? Weil du nicht da warst, du Honk! Wieso have you no time eventuell? I have time, but the Timo has eventuell Nachtschicht im Reisebüro. Gute Verkehrs auf Nachtschicht im Reisebüro? Was? Ja, die müssen irgendeine scheiß Liste fertig machen fürs Gericht oder für sonst was. Und die muss bis morgen Abend fertig sein. Oh. Und das Bild, was er mir geschickt hat von seinem Schreibtisch, sieht nicht gut aus. Nein. Wieso saß er dran? Ja, fast. Da. Zwei leere Energy-Dosen sind immer ein schlechtes Zeichen für alles. Hey, sieht echt besser aus als vorher. Krasser Scheiß, ich find's auch mega. Sucher? Du hast das Pack gar nicht installiert. Ich denke, das kann doch hier automatisch scouten. Auto-scouten. Ja. Ach ja, stimmt. Hab ich schon gemacht, hab ich das gemacht. Ja, ich auch. Ja. Aber hoffentlich hast du vorher unten dem die Gruppe 1 zugewiesen, dass du noch wiederfindest. Aber sicher hab ich das gemacht. Natürlich. Aber sicher hab ich das jetzt gemacht, nachdem ja. du gesagt hast. Das ging mir genauso, okay. Oh Mist, die Wildschweine greifen ja zurück. Oh fuck. Die greifen zurück, genau. Los, die Wüstling! Wenn du denen an die Klöten greifst, greifen die zurück. Übrigens, wenn ihr zwei Wildschweine bei euch seht, gibt eine Errungenschaft, wenn man im ersten Zeitalter zwei Wildschweine killt. Just say it. Tötet sie, meine Damen. Ja, toll. Sie haben auf jeden Fall zwei meiner Siedler getötet. Das ist zum Start. Das ist keine Errungenschaft. Das Spiel sieht es nicht als positives Ereignis, das man belohnen sollte. Hey, ja? Oh, wow. Die Schafe schon wieder. Schafe sind doch supi, oder? Ja, ja, die schmecken. Das ist auch noch ein Wildschwein. Lamm, 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 Lamm. Das Fleisch ist Lamm, 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 Lamm. Fleischlan! Was? Schischlan? Bevölkerungslimit, Bevölkerungslimit, Bevölkerungslimit. Ja, ich finde das auch asozial mit den fünf Hanseln hier und einer davon reitet mit dem Pferd kreuz und quer durch die Gegend. Warte mal, eine Volk ohne berittenen Einheiten. Was sagt der? Musikalisch ist er. Oh. Ah. Oh Mann, ey. Sorry, aber es sind die wittigsten von allen. Wie öffne ich den Text? Ach, hier gibt's auch so. Enter. Böcke. Grüßt alle den König der Verlierer! Das war auch einfach so dumm. Ja? Die 30 ist der Wololo. Ah. Das war Zufallstreffer, ich habe einfach nur 30er gegeben. Fucking King of the fucking Wololo. Lee ist der Mister of the Wololo. Wololala. Wololala. Wololo. So, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich das mal an. Hier ist nirgends ein Schalter im Wald. Wald ist Wald. Heiße? Na. Den Holz ich Wald. Na. Okay. Wo wäre? Daraus werden Häuser. Daraus werden Fest. Dann baue ich Fühle, Fühle. Fühle, Fühle, kommt der Rest. Ja, wenn keiner mitmacht. Ja, ich wusste das Video. Ich hab's mit meinem Haus und meinem Dorfzentrum musikalisch begleitet. Ja, alte Mama. Das ist halt dumm, wenn du es mir nur aufs India-Monitoring gibst. Oh, da ist die zweite Wildsau, die kill ich noch. Jetzt hol ich mir die scheiß Errungenschaft. Apropos India-Monitoring, Cash? Nein, das ist ein Wildschwein. Das ist eine Wildsau. Was denn? Oh, sehr witzig. PS4-Sound gefixt, so wie ich dir geschickt hatte. Hat nicht so funktioniert. Ach so, doch, hat funktioniert. Ich muss es jetzt übermachen.
PC, über meinen Fernseher laufen lassen und währenddessen dann an meinem Computer muten. Das ist richtig seltsam. Ja, das kann ich dir relativ einfach erklären. Das nennt man Verarbeitung der Signalkette. Oha! Ja, auf jeden Fall. Dann hatte ich das Problem, dass ich dann mit George nicht zusammenspielen konnte, weil dann sein Sound nicht übertragen wurde. Auf jeden Fall haben wir das jetzt auch gefixt, weil er geht, wir sprechen jetzt einfach über Discord und es ist einfacher, als wenn wir über PlayStation sprechen. Er hat sich einfach verpisst und ja, alle Probleme. Das ist, weil du den wenn du nimmst nur den Sound von der PlayStation komplett und checkst ihn. Ja, den, genau. Das ist, und du ja, also es hätte funktioniert, wenn ich quasi seine Ausgabe auch auf dem Fernseher gemacht hätte, aber dann habe ich ihn halt die ganze Zeit doppelt gehört und das war irgendwie scheiße. Jo. Das ist dann ist ja. All good. Ja, ist doch toll, du. Yes, yes. Zweifel nicht verzagen, Lukas fragen. Ja. Kennt ihr den Lukas? Ja. Ich persönlich. Deshalb sage ich einfach Deppen fragen, der weiß es bestimmt. Den George kenne ich, George Lukas. Ah, der George? Ja, das ist ein Habibi, Alter. Ja, ja, ist Georgie. Ich kann mir das so gut vorstellen, wie weird sich das verändert hat. So früher, wenn du irgendwie so einen Kinostar getroffen hast, so: Oh mein Gott, ich bin der größte Fan, sie ist mein Star, sie ist meine Stilikone, ich liebe sie. Heute. Dicker Brudi! Lol, du bist mein Babo! Komm her, Baby! Ja, kaufen Sie ein Ticket! Hey! Guck dir den Film an und lass mich in Ruhe! Ja, sowas ähnlich haben die beiden Jungs gemischtes Hack so erzählt. Wer auch immer den komischen Podcast verfolgt aus dieser Trendgruppe. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich auf der Arbeit eine Tasse habe, auf der steht illegalante Qualität. Ich weiß, ich will sie haben. Weiß nicht, ob sie noch gibt. Die waren limited für die 100 Jahre. Ich weiß. Und hab bei mir im Wohnzimmer steht Schallplatte. Bitches! Das gab's mal. Zeig mal noch. Ohlala. Ich muss mal schauen. Ich glaube, es gibt sogar noch welche. Weiß ich gar nicht. Also produziert werden sie nicht mehr. Ja, aber es gab Rückläufer. Ja. Alles voll Idioten. Rückläufer. Hasse ich. Hast du die Felix Lobrecht-Doku gesehen zufällig? Natürlich habe ich die Felix Lobrecht-Doku gesehen. Voll geil, oder? Ich habe sie original um 20. Nee, doch, ich habe sie sogar direkt gesehen. Ja, auch. Im Bus auf dem Hausweg von der Arbeit so. Komm her! Raus! Voll geil. Wer einfach sagt. Er soll jetzt noch jemand in den Raum kommen. Du kannst ihm sagen, der jetzt noch in den Raum kommen will. Wer kann reinkommen, wenn er in den Arsch gefickt werden will und einen Kick in deine Kniescheibe will? Ansonsten bleiben alle hier draußen. So kaputt. Ungefähr so sympathisch bin ich auch, bevor ich einen Vortrag halte. Und genau so fragt mich keiner, ob ich einen Vortrag halten will. Holzer. Genau so. Über euch irgendwie Wald? Ich hab irgendwie nicht so viel Wald. Ich hab hier so einen lustigen. Ein paar Meter weg hatte ich Wald. Ach du meine Güte. Der macht dein Mixer aus. Ich dachte, der wäre gerade einer schwungvoll ins Schwimmerbecken gesprungen. Ach nee, das ist bei mir ist immer Party. Going down. Darf ich jetzt endlich, jawoll. Nein. Gut, dann nicht. Dann gehe ich direkt auf. Bye bye. Ja, ich hab die Errungenschaft bekommen mit dem Wildschwein. Sehr gut. Na klar, dein Internet ist schuld. Assalamu alaikum. Ja, werde überrannt! Schöne ist, die 12 heißt was für ein Stress. Dann kommt das. Voll. Fang endlich an zu spielen! Oh, ein Klassiker, Martin! Wie gut, König zu sein! Wirklich toll, der König zu sein! Richtig toll, der König zu sein! Was ist das? Hey, nimm das Ding da weg! That's what she said! Ja! Hat er gemacht! Ja! Ja!
Ja, Buddy auch. Was ist das? Fette Beute! Das heißt Plünderparty. Ich hatte mir jetzt mehr erhofft. Wo siehst du die Namen? Achso, ja. Da gibt's ja stimmt. Ich hab's ja vergessen. Ja. Buwere. Die sind einfach alle zur gleichen Zeit. Die haben auch schon so viele Punkte. Charming. Du kannst wieder aufgeben. Nee, will ich nicht. Ich will vorher erst ein bisschen rumheulen, motzen und dir die Schuld zuschieben. Und dann gebe ich auf. Ja, klassischer Dienstag. Oh, ein blauer Reiter. Hey, seit wann kann ich reiten? Hey, du bist ein blauer Reiter. Hey, guck mal da. Guck mal, was ist das? Wie einfach so 5-6 Leute aus dem Schaf einhacken. So. Stirb, Rüdiger! Ist das doch halal? Vor allem mit diesem Schäferstab, weißt du, den Runden nützen so ein Schäferstab, komm auf das Viechchen. Hey, Diggi. Papp, papp, papp! Weißt du, das Wildschwein wird erschossen, das ist nach 5 Minuten Ruhe, da geht's allen gut. Hendrik, glaubst du, das ist halal? Nee, das ist Habibi oder so. Wildschwein Habibi. Wildschwein Habibi, das wäre aber geil, wenn das irgendwie bei einem Döner draufsteht. Sein Wildschwein ist Habibi. Einfach damit die coolen Kids es auch essen. Mama, ich will kein Brokkoli. Brokkoli ist Habibi, Kevin. Okay, Mutti, dann esse ich. Reite. Niemand mag Kevins. Uwere. Klassischer Malte an der Stelle. Oh ja, Eugen. Malte ist auch so ein Problem. Eugen. Klassischer Eugen. Eugen. Gut, Eugen kenne ich keinen. Der Cash, dir habe ich das Bild gezeigt von Eugen, ne? Aus dem Urlaub. Der Typ mit dem Halstuch vom Reiter. Ja, ja, ja. Typischer ja, Eugen. Das war ein Eugen einfach. So, seitdem weiß ich, was ein typischer Eugen ist. So ein richtiger Eugen. Einfach so ein Classic Eugen. Ja, wenn du nicht ins nächste Zeitalter kannst, weil du noch keine Mühle gebaut hast. Ist ja nicht so, dass ich das Spiel kenne. Hat mich persönlich auch überrascht, auch irgendwo. Hast du schon Marktplatz? Nee. Geht mit euch ab, mit eurem Marktplatz, ja? Mit eurer Hektik. Ich hab am wenigsten Punkte, Alter. Ich hab das immer noch nicht eingeschaltet, dass ich das sehen kann. Das ist rechts unten einfach auf diesen Flaggen. Neben der Karte. Ah, mega. Das hab ich übrigens herausgefunden. Das hat Cash übrigens herausgefunden. Cashy, du bist super. Antworten, dass oh, du bist sie das geschafft Zeit, hat, Alter. Ganz alleine. Das ist eine tolle Person. Ja, finde ich auch. Dann gehe ich halt zu Cash, wenn der Atem noch. Sie hat auch, sie hat auch schönes dann Haar. Geh doch zu Cashew! Amadeo, Amadeo. Raffaello, Raffaello. Oh, lecker. Keine Schokolade, Raffaello. Hey, ja. Pippi, ich habe auch noch keinen. Ich gebe die ganze Zeit zu viel Geld aus. Zu viel Holz für irgendwas anderes aus. Noch keiner als Markbad. Chill. Ma. Chili Vanilli, kleiner Billy. Oh nein. Das Haus hat 400 Leben, das Haus hat 500 Leben und fertig ist es eben. Und noch eins. Ich liebe es hier so ein bisschen dynamischer zu bauen. Ich guck mir mal an, wie die Häuser aussehen, in welche Richtung ist der Eingang, dass man die irgendwie cool setzt und so. So krass. Ah, ja. Ich gebe mir da auch Mühe. Ein bisschen braucht es ein bisschen länger, aber am Ende denkt jeder, okay, das sind 5 Leute, die nur gespielt haben, ja. Bis auf der eine. Der hat's gelebt. Ja. Ich hab living is einfach, ich bin auch einfach real hier. Er ist ein so übermäßig krasser Dude, das gibt's gar nicht. Dude. Von der Leichtigkeit her. Ein Dude. Also da kann man mal klatschen. Da wäre bei mir zensiert, wenn ich das mache. Ich wollte gerade sagen, der hätte schon gehört. Was ist mit deinem Mikro los? Oha, das kam ja an. Ja, aber nur die erste Hälfte, bis ich aufgehört habe. Achtung, das erste Mal. Bis ich aufgehört habe, ja, wow. Man hat das Klatschen nicht mehr gehört, als ich aufhörte mit Klatschen. Das kann nur meine immense Stimmqualität nicht vom Klatschen unterscheiden.
So, erstmal so, redet er noch? Klatscht er? Redet er noch? Er klatscht aus! Oh, der Henne ist jetzt bei den Putzfrauen. Er ist zur Feudelzeit übergegangen. Wow. Wow. Achso, Pippin, jetzt hab ich's. Hey, so. Ja, ich hab mal links geguckt. Läuft schon. Wow, rechts geguckt. Oh, wow, Mulligan. Du bist nicht nett. Ja. Dieser Erkenntnis spricht für den Menschenbild. Ich wollte nicht nochmal, dieser Kenntnis spricht für deine Menschenkenntnis sagen. Zweimal Kenntnis in einem Satz ist irgendwie weird. Meiner weird! Boah, ey, braucht ihr auch so viel Holz? Ey, das ist ja abartig. Ach, es machen auch vier Leute nix. Ja, das klärt vielleicht um. Etwas Holz, Holz bitte. Schlimm. Oh. Mm. Was ist so? Das ist ja bei diesem Spiel, dass du einfach noch mehr Häuser bauen musst als schon bei AOE 3. Ja. Ah, oh, Mann. Ja, Mann, Hobbybau. Bu wäre. Nervt schon hart. Hart Bibel. Dicke Hart Bibel. Down. Zu Deutsch, ein strammer Penis. Hart Bibel. So. Oh, 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 oh. Oh, Helle, was ist denn bei dir schon wieder? Habe ich ja gerade erklärt. So, wer ist denn? Das ist Atma und Atma in Äthiopien. Entschuldigung, ich finde die Gebäude von Äthiopien sehen so geil aus. Ja. Vor allem das Dorfzentrum sieht so mega cool aus. Oh mein Gott, ist das geil. Vor allem die Häuschen finde ich sehr hübsch. Also die Och, wie Häuschen. Süß. Dann schauen wir mal hier. Cashew, spanische Bauweise, ganz klassisch. Was ist das? Bereite. Oh, oh! Der Pipi-Perse. Da hat der Mann in den Holz gebaut. Da, wo die Teutonen schön wohnen. Dann atme bitte deine erste Amtshandlung. Bau einen verfickten Marktplatz. Aber echt jetzt? Hast du immer noch keinen verfickten Marktplatz gebaut? Alle verfickte mit dem Marktplatz. A.1, dann hast du eine Sichtweise. A.1. Du siehst ja, was auf der Map abgeht. Vor allem ist toll, dass er da eine Sichtweise hat. Bisher war er völlig meinungslos. Oh, Sichtweise. Bruder, dann wird dir gezeigt, was der Kapitalismus ist. Wenn du erstmal den ersten Punkt bei A hast. Heiße? Hau mal. Das ist eine Sichtweise, Alter. Das war nur meine Sichtweise. So. Ah, mein Dorfbewohner. Kann nie genug Dorfbewohner haben. Außer mal zu viel. Schwindengarning. Nächster Markkarren. Drive it away downtown. Walking fast. Nächstes Pass. My home back. Hey, ja? Leider noch kein Gold. Kein Gold. Hauber. Kein Gold. Gold. Aber hab ich ihn also gewollt. Ja. Hauber. Wo wäre. Das ist teutonisch für Marich. Ich bin auch teutonisch. Ja. Oh, hier unten rechts. Hauber. Alle Teutonen. Du bist ein Teutone, genau wie ich. Du bist ein Teutone. Ja, ja, wo die Teutonen schön wohnen. Richtig. Könnt ihr jetzt bitte mal noch mehr Dorfbewohner haben? Ich brauch 100. Ja? Hauber. Bereite. Hauber. 18 Dorfbewohner erst, ey. Bau, 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 bau. Ich baue den zweiten Stall dahin rein wegen der Optik. Nicht, dass ich vorher hätte, irgendwas auszubilden. Sieht einfach schöner aus, wenn da so ein längerer Stall steht. Das ist mir so egal. Bereite? Langsam sammeln die denn Holz. Das ist ja unfassbar. Buh wäre. Machst du mal ein Holzsammel-Update? Okay. Muss ich auf das Spiel neu starten? Oh, shit. Das war eine Frage. Ach so. Keine Ahnung. Was ist denn das jetzt? Weiß, ich hab nicht mal mehr genug Holz für einen Steinbruch. Oh. Alter. Oh. Jetzt überlege mal, du hättest auch gleichzeitig nicht genug Stein für einen Holzbruch. Wow. Ja, wäre das ein Leistenbruch. Am Ende ist auch ein Einbruch. Holzer. Bumpe, Klatsch! Ja. Holzer.
mehr Holz sage. Auf. Ihr müsst auch mal mehr synchron hacken, so. Da kann man viel besser mit den Kosten kalkulieren, als wenn ihr jeder hier für sich sein Gehacke macht. Der eine bringt's heute zurück, der andere morgen, der andere hat Schicht frei. Oh, der hat's aber jetzt wieder gut, der Mann. Ja, Drecksack. Wieso hat der schon wieder frei, der Pisser? Das fragen wir uns alle. Der Harald ist so ein richtiger Drecksack. Die Kollegen schaffen sich komplett kaputt, ne? Seit ich den Sonntag abgeschafft habe, weil Christentum, ich bin Teutonen, mir egal. Ne? Ganz einfach. Und da habe ich ihn abgeschafft und gesagt, jetzt schaffen wir was. Jetzt ziehen wir auch mal durch, jetzt gehen wir mal ran hier. Hey, zack, ja. Das Hebamme zweimal bibbelt. Ne? Und der? Bin Christ! Weg! Ich sag dir, seit er die Tochter des Chefs putzt. Ja, das macht er aber mit voller Hingabe. Ja, muss er ja. Das einzige Problem, was er mit voller Hingabe gemacht hat. Na, das kannst du jetzt so nicht sagen. Er hat auch die Frau des Chefs gebumst mit voller Hingabe. Was man an der Tochter sieht, ist ja auch egal jetzt. Okay, das ist, ja, lass uns das so stehen. Ein Stammbaum ist ein Kreis. Ja, sein Stammbaum ist ein Kreis. Breite. Ouvert. Was vibriert er so süffisant? Wie viele Leute einen anrufen, obwohl man sagt, dass man frei hat und dann keinen Arsch auf die Mailbox spricht. So unfähig. Weißt du, was da hilft? Die rote Taste. Ich geh ja nicht ran. Ja, oder so. Dann sehe ich drei Anrufe in Abwesenheit, keine Mailbox-Nachricht. Dann war es halt nicht wichtig, dass das schön ist. Hey, ja. Auf jeden Fall ist es mir egal. Over. Heiße? Oh, zwei Ereignisse auf einmal, Pippin der Ritterzeit und Bundesdasein der Pummelparty. Man weiß nicht, was wichtiger ist. Wo ist Herr Newstime, wenn man ihn braucht? Ja, Holzer. Macht er überhaupt noch was? Ja, ja. Nachdem ja, er sich... überschlagen sich wie immer. Also, nachdem er es ja immer wieder schafft, sich... Ich bin so scheiße. Mega unmöglich machen. Obwohl Stay ihn letztes Jahr noch gerettet hat, ey. Indem er ihn im Stream geholt hat, mit dem diskutiert hat und alles. Und dann, das ist so geil, dass Stay ihn dann kritisiert hat für Artikel 13 Kampf. Und da ist er richtig triggert, ja, der Newstime. Und sagt, dass Stay das Problem ist, dass ihr so viele falsche Fakten verteilt. Brauche ich darüber diskutieren, dass ich mein T-Shirt angezogen habe, mit dem korrekten Gesetzestext von dem Ausschnitt, über den ihr redet, auf dem Rücken. Was so viel ist, dass es kein Arsch gelesen hat, aber ihr habt mich so weit gebracht, ich konnte nicht mehr rausgehen, ohne das klarzustellen. Eine schöne Aussage. Ich ziehe mir jetzt ein T-Shirt ab, wo du drauf steht. Einfach nur, damit es klar ist. So. Ah, und jetzt wird er overguckt. Wird doch nicht gepummelt, hä? Ja, weil Johanna schon mehr Pummelparty gespielt hat heute Abend als overguckt, hast du wahrscheinlich gesagt, jetzt nochmal eine Runde. Hey, ja. Das ist auch eine Runde Pummeln, Alter, Bruder. Kann auch noch mit Pimmeln und was. Hä, Johanna, spielt's auch? LOL. Lollinger. Was denn gedacht? Wer denkt denn sowas? We will be friends. Hey, ja. Dieser Schlag gerade. War gut, gell? Ja, hat Schlag getan. Er hat's richtig. Moin gesagt, hat er. Ah, der hat besser reingehauen als der Kaffee. Also zwei Kabel sind mitten am Tag heute eingepennt, so. Okay, kurz zum Mittagspause, dann geht's wieder ans Motorrad. 4 Stunden später. Ding, 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 ding. Hey, ja, 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 ja. Hey, ja. Was kostet ihr? Nur Nahrung. Ja, illegal Land. Genial. Super. Super herb, quasi. Und alle zusammen wieder zur Ritterzeit. Er klopft die Plan. Was? Hauber. Dieses Teamwork habe ich nicht verstanden. Wer ist das? Ich weiß nicht, ob der das vorglaubt. Ding, 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 ding. Mal kurz in den Technologiebaum der Teutonen. So, Spezialtechnologie. Plus 3 Reichweite für eingesperrte Infanterie. Oh, einquartierte Infanterie verschießt Pfeile, das ist ja wichtig. Ein Teambonus, Einheiten. So ganz verstanden. Einheiten widerstehen Bekehrung. Ah, Pizza. Telefon klingelt. Mönche haben 2x Reichweite zum Heilen.
Ich habe noch nie eine Pizza gesehen, die so klingt. Das ist die Ringelbell-Pizza. Ich drehe jedes Mal durch, wenn ich diesen scheiß Dinge drücke. Echt? Ja, wow. Weil ich noch mein Firmenhandy noch nicht umgestellt habe. War seit 3 Jahren gefällt. Also ich habe den Cantina Band Remix. Ich habe immer den Cantina Band Remix. Ja. Der Herr hat Stil. Derselbe Anrufer nochmal? Alles klar, derselbe Anrufer. Hey, Sir. Bu wäre. Er sagt die ganze Zeit, wenn ich Häuser baue, Bu wäre, aber er sagt mir nie, was Bu wäre. Ei, wenn ich dein Bu wäre. Papa? Achtung. Oh, gleich droppt er. Böp, und aus. Schön, gell? Ja, nur wenn du gleichzeitig redest, sonst hört man es nicht. Ernsthaft? Ja. Oh Mann. Okay, sie hören im Hintergrund ein total tolles Lied, was jetzt gleich den Beat droppt. Achtung, jetzt kommt der Remix. Und dam 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 dam. Und dann nix. Fahne. Ist irgendwas passiert? Nö. Und? Der Remix. Hey, ich angegriffen? Nö. Alter, wie viele Punkte hat denn der? Atmer. Natürlich hat er so viel. Aber so. Ich bin er wirtschaftet nicht gut. Sicher, ob ich hier klicken soll. Oh! Lotto gewinnt! Ich bin mir nicht sicher, ob ich so der Lotto-Spieltyp bin. Aber ich probier mal eine Karte. Oh! Reich! Das ist Atmen. Diddle, 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 vorbei. Ja. Oh, jetzt denn der Spiegel. Noch bei Lidl. Danke. Gern. Du wäre. Oh. Frag mich, wo ist der Pimmelmann? Außen auf dem Besen und der fängt den Schnatz. Pimmelmann fängt den Schnatz. Was aber ein sportlicher Welcher. Ja, ein ganz eindynamischer Grümbügel. Dass wir langsam echt mal mehr Soldaten haben, dafür, dass ich hier so im Grenzgebiet flaniere. Wissen die wenigsten? Wissen die wenigsten. Hast du gesagt? Achso, das wollte ich mal gesagt haben. Na gut, dann hat es einen gewissen Nachdruck auch. Ja. Hey, ja, hey, ja, das ist hey, toll. Ja. Ich wusste gar nicht, dass die Teutonen auch indianische Wurzeln haben. Hey, ja, hey, ja. Du wäre. Was ich soll, oh. Was ich soll. Laufen sollst du. Du Arschbackkopf. Oh. Oh. Grüßt alle, den Fall ist der Verlierer. Geil, Mann. Na, da ist schon einer rausgetrappt. Rete, was heißt denn Rete? Du sollst nicht reden, du sollst machen. Ich schätze mal, dass niemand kommt. Ja, ja. Das ist Muddy, ne. Das ist Cash, die carried, so. Gar kein Problem. Ja, voll viel weiter noch. Hm. Was? Schick mir mal bitte dein Discord. Nein, TS. Achso, mein TS. Ja, gut. Wer? Timo? Ach, Quatsch. Jemand. Wer ist jemand? Weiß ich noch nicht. Da war doch ein Upgates, oder? Upgates.teamspeak.de. Meine ich. Da war doch auf Upgates. Paddy. Patrick. Frühstück. Ist da Patrick? Patrick wollte den Teamspeak, weil er seinen Rechner neu aufgesetzt. Aha. Richtet jetzt alles wieder ein. Ah, der ist Pflege. Ich werde attackiert bei Kuraikan. Oh nein, wo?
Hey, oh, let's go. In die Imperialzeit. Dün, dün. Atme ist schon langsam weit. Dün, dün. Achso, da können wir so hier diese Dings bauen, ne? Ja, wäre machbar. Gebäude. Aber achso, ich werde wahrscheinlich. Wie heißt das nochmal, was man baut? Ach ja, Haus. Wieso hab ich jetzt eine Angriffsmeldung gekriegt, während ihr reinsabbelt? Oh, mein Speer. Geh da weg. Mein Speer auch. Geh einfach weg. Ja, wer immer der orange Speer ist und mein Speer, haben gedacht, wir sind beide Teutonen und Cashew Speer. Die reiten alle zusammen ins Kommando. Servus. So richtig Stimmung hier, Matze. Da knuspert einer die Orbs vom Mob. Sorry. Ich hab mal Mikro weggestellt. Da, Einheitsbereich, Kronos gegen Kronos, große Krabbe, der hat gar keine Titel mehr. Muss man doch mal hier, muss man doch mal hier, muss man doch mal hier. Der Titellose. Servergruppe. Der Kostel. Servergruppe. Könnte auch Jana sein, nee. Können wir das bitte bei Goli machen? Könnte in Johanna sein. Oh! Oh, das ist jetzt aber hier. Oh, Koli war ein wenig stinkig, dass man. Über was? Dass man ihm zutrauen würde, jemand anderem die Freundin auszuspannen. Ja, weil das auch tief ernst gemeint war. Ja, hab ich ihm dann auch gesagt. Also, das habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt. Also, dann war er schon zu lange nicht mehr hier drin. Ja. Wenn er sowas inzwischen für ernsthaft hält. Nee, ach. Nur für den Moment. Ja, hat er im Moment den Arsch offen gehabt. Hey, der soll mal Hallo sagen, die krosse Krabbe. Buh, wäre. Wahrscheinlich, ich habe jetzt überlegt, ob ich einen Provokant reinziehe. Dann wird er sagen, hey, mach grad was. Mach mal, geh jetzt, mach mal. Ich will einfach nur dieses. Ja, ich auch. Dann kannst du ihn auch direkt wieder rausschmeißen. Ich glaube, ihr spinnt. Ja. Wieso? Dank ich hier Graf König Koks der Erste bin, passiert drin. Ich kann es auch machen. Ja, Mann, auf geht's, Cash. Du wäre. Hashtag würde los. Ja, sieht trotzdem nämlich nicht. Ja, das ist nicht der Punkt. Ja, ja. Vor allem ist er gerade gemütet, weil wahrscheinlich sein Mikrofon noch in Ruhe einstellt. Ja, aber bitte, Cash, riskier all deine Positionen. Hey, ja. Aber wie könnte er Cash böse sein? Das... Ja, nicht, aber ich. Du, als ob du das kannst. Niemand kann das. Ich hab's mal versucht, es geht nicht. Ich hab Cash schon mal angeschissen. Das weiß ich. Weißt du, das, ja? Das ist ein ganz komischer Fetisch. Haben wollte. Nein. Der Abend, wo Johanna dabei war, Weihnachtsmarkt danach. Achso, stimmt, ja. Ich erinnere mich. Oh ja, okay, das hab ich auch verdient. Ja. Getan. Euch ignoriert. Was machen die so weiter hier? Und mit Johanna zusammen Team auf den Sack gegangen. Achso. Mm. Ja, auch wenn das wiederum witzig war. Nee, später noch. Da bin ich sauer geworden. Hm. Ja. Ich hab natürlich meine Grundscharmanz beibehalten. Da war ich aber. Hab ich fast gar nichts gemacht. Da war ich nicht dran beteiligt. Doch. Hab ich auch gesagt. Geräte? Ja, aber ich hab's ja dann geklärt. Ja, aber in dem Moment nicht. Dich ja nur für den Moment angeschissen, meine Liebe, nicht für die Ewigkeit. Dieser Anschiss ist für die Ewigkeit. Oh nein. Ja. Stell mir vor, wie du ganz lässig alle bei AOE gerade zerberstest und nebenbei so, oh, ich muss ihm ja noch seine Rechte geben auf dem DS. Komm, wir holen mal rein. Ja. Ja, holen wir uns ja, mal einen cool. rein. Hallo! Na, Socke! Oder Abend. Hi, hört man mich? Ja. Ja, der Wahnsinn. Was? Nice! Das wäre auch komisch für dich. Ja, ich habe ja gerade alles frisch eingestellt, deswegen ist es so. Siehst du, was habe ich euch gesagt? Ich stelle gerade alles rein. Ich kenne ihn. Oh. Ich durfte dich nicht hochziehen. Oh, ich habe gesagt, mach's, aber riskier deine Position, deine Stellung, dein Leben, deine Rente. Meine Rente vor allem. Die Rente. Oh, kann man natürlich nicht. Ja, ja. Leute, was bitte? Ich hab einen Rentenausweis im Gegensatz zu euch. Na. So, ich hab einen temporären Personalausweis. Ja, wäre ich jetzt was drauf. Hast du jetzt endlich eine Hände? Ja, sonst hätte ich. Ist denn ein temporärer Personalausweis? Das ist, wenn du keinen Personalausweis hast, aber einen brauchst. Du sagst, dass du vorm Abschieben stehst.
Ich bin, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und den zeige, wird immer zu mir gesagt, ah, sie sind auch Deutscher, so ein Auswärtiger. Erstmal nicht mehr von ausgeht. So. Und auch selbst heute beim Amt, die guckt, der guckt aufs Ding und denkt sich so, merkst du nicht, wie das Hirn rattert so? Deutscher? Weil der Ausweis anders aussieht. Ich finde auch diese Frage sogar, haben sie mittlerweile eine weitere Staatsbürgerschaft zugekommen? Ich so, nein. Fuck. Seit gestern bin ich Perser. Geheiratet. Schwanger. Seit gestern bin ich Perser. Boah, das war ein richtiger Atmer. Ja. Ja. Kommt daher, dass das ist. Was? Ey, du bist so ein Atmer. Nee, aber ich musste eine offizielle Erklärung unterschreiben, für die ich nach Recht haftbar gemacht werde, auf der steht, ich bin Deutscher. Ich saß vor ihr, gebe ihr meinen alten Reisepass, meinen alten Personalausweis, meinen Führerschein. Sie so, sie müssen da noch unterschreiben, dass sie deutscher Staatsbürger sind. Wenn ihr das glaubt und das Papierkram nicht. Bei mir sind die Ausweisdokumente abgelaufen gewesen. Ich hatte mal einen Termin bei der Zulassungsbehörde. Hey, ja. Und weil man so schnell keinen Perso kriegt, in diesem Land, habe ich einen temporären gebraucht. Die dringen bei mir ein. Ich hab wilde Eindringlinge! Was? Die zerstört eure Handelskarren bei mir. Ich werde von einer Reiterhorde massakriert, die durch mein offenes Tor rennt, weil Cashs Wagen das Tor aufgemacht hat. Upsi. Cashs Wagen so, lass mich rein, ich bring Reiter mit. Recht. Was macht ihr denn? Free for all? 5 gegen 5? 5 gegen Willi. So schön. Aber Willi ist verdammt gut. 5 gegen 3. Halt schon verdammt 5 gegen 3 mit der zweitleichtesten KI. Traurig, aber wahr. Zweitleichtesten. Ja, wir hatten die mittlere KI beim letzten Mal versucht. Das hat 2,5 Stunden gedauert. Bis ach, ich spiele das 2. Stimmt, ich muss mich erstmal wieder die. Ja, natürlich. Definitive Edition. Fantastic. Definitive Edition. Ja. Heute schon gespuckt! Nur deswegen spielen wir es, weil es Definitive Edition ist, sonst wird's uns nicht interessieren. Und weil es dreimal so viele coole Sprüche in Game gibt im Chat als Mann, Alter. Allein der mit dem Internetprovider ist wert, dass man dieses Spiel kauft. Sie bestimmt mit deinem Internetprovider. Das gibt's nicht wirklich als Spruch. Nee, der heißt. Na klar, dein Internet ist schuld. Na klar, dein Internet ist schuld. Also bei mir heißt der Blame it on your ISP. Ja, you are such an international Massafucker bist du. So. Ist this the guy we don't like? Jesus, it's up. Ah, ich wollte gerade nur mal kurz asken, ob der das ist. Yes, yes. Ja. It's how it is. So, was kann ich hier? Panzerung entwickeln. Eieiei.